So, jetzt haben wir auf mein kleines Stück Grünland Kalkermonsalpeter 27% Stickstoff gestreut. Ich habe normalerweise immer die Auche, also im Bayerisch Odel, keine Gülle, getrunken, aber jetzt habe ich gedacht, ich muss einmal wieder ein bisschen Stickstoff reinbringen. Streit habe ich mit dem Fendt. Normalerweise ist jetzt eine Arbeit von IHC gewesen, aber da müssen wir ja erst mal Motor richten. Und gestreut habe ich mit der Steib Oscher Schüssel, Kunstdünger Schüssel. Ich habe mir da das an meiner Streutabelle abgelesen, was ich ausbringen werde. Dann meinen Schieber eingestellt und gestreut habe mit 540 Zapfenumdrehungen. Genau, also ich habe 80 Kilo angeschafft und es waren ganz genau 80 Kilo. Jetzt wissen wir noch ein bisschen. Naja, was sind das? 2-3 Kilo übrig geblieben. So soll es sein. Das tue ich in einen Kübel und dann nehme ich es beim nächsten Mal wieder her. Das mäht mir dann ja gut. Morgen sagt der Regen. Wir haben heute den 28. Februar. Ich war heute früher schon in der Arbeit, habe schon eine Tour gefahren. Jetzt habe ich schon ein paar Stunden frei und denke, ja, jetzt tue ich schon ein bisschen Mineraldünger streuen. Also als nächste Arbeit wäre, also warum ich heute streue, er sagt morgen Regen. Dann tut es den Mineraldünger, das sind ja die ganzen kleinen Kugeln, wo da rumliegen, gleich am Kugel aufweichen. Ich hab da schon so riesen Probleme gehabt, wenn ich später gestreut habe, dass man einen Dünger nicht mehr aufgelöst hat. Dann habe ich mir drin den Mist mal gedüngt, habe ich dann den ganzen Mist, das war letztes Jahr, was so trocken war, mit dem ersten Schnitt drin gehabt. So soll es nicht sein. Die nächste Arbeit ist jetzt dann Wiese, weil wir uns sagt man einrieben. Also mit einer, halt, was sagt man so im Hochdeutschen? Abschleppen, glaube ich, sagt man da im Hochdeutschen. Wiese abschleppen. Das möchte ich, aber ich glaube nicht, dass ich es bis nächste Woche schaffe, einen IHC zum Richten. Normal würde ich es mit dem IHC machen, weil das ist so schön klein und wendig und die Wiesen, die ist ein Fünfeck und da oben ist brutal schmal. Da unten jetzt dann ein bisschen breiter. Die Wiese ist ja früher mal viel weiter gegangen. Aber da hat dann mein Onkel sein Haus gebaut. Und dann, ja, ich habe jetzt gerade gefragt, wann meine Sojabohnen kommen. Ich bin zwar ein bisschen zu früh dran, aber ich will sie halt dann daheim haben. Aber die kommen frühestens in 3 Wochen. Gut, pressieren das halt vor nichts. So, jetzt ist dann noch ein Streuen drauf zum Achten. Seht ihr das? Also alles ganz weiß jetzt da. Und auf dem Bulldog fahren liegen bestimmt auch Körner. Hier ist es sauber zum Waschen, da gelangt normal der Gartenschlauch. Und dann wieder schön einölen. Also kein WD-40. WD-40 ist kein Schmieröl. WD-40 verdampft. Das schaut zwar kurz aus, ist der Schmierfilm drauf, aber es verdampft. Darum, ich nehme da. Man kann sogar Salatöl hernehmen. Das ist eigentlich das Umweltfreundlichste. Und das soll man sauber waschen. Weil die ist eine uralte Schüssel. Und da ist noch nichts durchgefault. Und das soll ja so bleiben. Also das war das erste Mal, dass ich mit der gestreut habe. Ich habe früher selber eine gehabt, eine Amazone, aber die ist dann durchgefault gewesen schon, wie ich es gekauft habe. Dann habe ich mir Bleche eingeschweißt und habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Das habe ich jahrelang eine ausgeliehen. Also der, wo ich es ausgeliehen habe, ein riesen Ding, einen riesen Rauchstreuer. Und den erhebt natürlich mein Ding nicht. Also, servus.